bereits, ab geht es in diese Partie. Die Saison wurde bereits am Mittwoch eröffnet, heute noch ganz offiziell. Herzlich willkommen in der Saison 22-23. Herzog. Justus mit dem ersten Treffer dieser Partie. Und das Ganze noch im Powerplay. Christian Jus findet da die Lücke. Erstes Tor der Saison für den EV Zug und auch für ihn natürlich. Noch einmal zu sehen, Kovac gewinnt das Bulli, dann Hoffmann mit dem Querpass. Jus direkt Abschluss, findet die Lücke und somit auch den Weg ins Tor. Aber ganz stark vom Bulli weg, Kovac gewinnt das, Hoffmann mit dem raschen Pass nach links. Bader und Ausgleich, jetzt zählt er, Colton Sivier. Also viel zu challengen gibt es jetzt hier nicht mehr, höchstens ein Abseits, was hier weit, weit weg ist von der Realität, und deswegen ist Colton Sivier am Ende der erste Torschütze des SCBs diese Saison. Pass von Thierry Bader, ja, um den Pfosten da gezogen. SCB meldet sich alles doch noch zurück und rein vom Druck, den sie da aufgebaut haben. Kommt das nicht von ungefähr? Die Zuge ließen sich etwas zu arg einschnüren. Kontrolliert. Salari. Oh, schöner Pass von Il und Il mit der Entscheidung. Brian O'Neill perfekt lossiert von Peter Celarik. So funktioniert das dann. In der Schnelle lange abgewartet. Wie ein Raubtier, das auf die Beute lauert. Celarik sieht dann den loseilenden Brian O'Neill und der entscheidet die Partie. Zwei Spieler, die präsent waren, die allerdings davor nicht wirklich ganz groß in Erscheinung traten, entscheiden die Partie. Das macht ihm die Qualität aus. Cennoni sogar auch noch mit einem Pass. Celarik auf Brian O'Neill auf und davon und dann, ja, gerade auf dieser Höhe über dem Schoner.